Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Vor wenigen Stunden, um genau zu sein, um 17 Uhr kam der Apex Legends Awakening Collections Event Trailer raus. Den möchte ich euch natürlich zeigen, steht aber nicht im Mittelpunkt dieses Videos. Wer den schon gesehen hat, skippt anderthalb Minuten weiter. Es gibt eine klitzekleine Analyse. Im Mittelpunkt stehen auf jeden Fall die Patch Notes, denn Replikatorwaffen haben sich geändert, Rank-Punkte werden sich verteilungsmäßig nächste Woche Dienstag ändern und so weiter und so fort. Ein paar Buffs, Nerfs und so weiter. Es lohnt sich dran zu bleiben. Viel Spaß beim Trailer. Und die Patch Notes schauen wir uns dann auf der offiziellen EA Apex Legends Seite an. How does the saying go? Be careful when fighting monsters, so that you don't become one. What a foolish sentiment. Always dressed to kill. No limitations. Oh my, look at this. We're about to get real messy. Lovely. Whatever it takes. Mom's fangs. I'm looking out for a new legacy now. Mine. Den ersten Cut mache ich direkt bei Lifeline. Alles, was davor passiert, ihr seht selber eine Menge Skins und so weiter. Muss man nicht viel drum rum reden. Ein paar mehr Skins seht ihr auf jeden Fall gleich noch auf der offiziellen EA-Seite, wenn ihr Bock habt. Kommentiert mal, was haltet ihr von den gesamten Skins? Wie gesagt, am Ende des Videos auf der EA-Seite zeige ich euch auf jeden Fall noch ein paar mehr an bewegten, langsamen Bildern. Da könnt ihr die richtig auf euch wirken lassen. Also Town Takeover Event auf Olympus. Auf der rechten Seite, ganz am Rand, relativ mittig auf Olympus, ist das Town Takeover Event, das Medical Center von Lifeline. Viel mehr, zumindest von diesem Bild, kann man nicht sagen. Es gibt zwei Besonderheiten zu diesem Spot. Relativ groß ist er nicht, würde ich sagen. Und auf die Besonderheit Nummer 1 komme ich jetzt zu sprechen, wird auch in den Patch Notes beschrieben. Und zwar ist das genau diese Plattform. Ihr seht, wenn die aktiv ist sie, wenn sie anfängt grün zu leuchten. Und diese Plattform kann eine gewisse Lebenspunkteanzahl eurer Mates oder eures gesamten Squads heilen. Bis, ihr seht ja diese zwei Kreise mit dem Kreuz in der Mitte, das ist die Lebenspunkteanzeige, wie viel die maximal euch jetzt an Leben im Squad wiedergeben kann. Und wenn das Ding leer ist, werdet ihr auch nicht mehr geheilt. Und das Ding springt auch nur an, wenn sich Squad-Mates auf der Plattform befinden, die auch Lebenspunkte verloren haben. Und die Besonderheit auch, relativ außerhalb dieser ganzen Geschichte, rund um den Spot soll es wohl Monitore geben, die auch Gegnern zeigen können, Achtung, auf dieser Platte befinden sich gerade Leute, die sich heilen. Und die zweite Besonderheit, die sieht man hier jetzt leider nicht. Und da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Da muss ich leider ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich mache mal kurz das Bild hier weg. Und zwar gibt es noch einen Platz an dieser Position. Sieht man im Trailer leider nicht. Und auch auf der EA-Seite gibt es ein fettes Bild, wo du diesen Spot leider nicht siehst. Du bist außerhalb des Gebäudes und dort gibt es eine Plattform, ein Terminal. Da kannst du ein Care Package rufen. Und das finde ich richtig geil. Ich bin gerade gar nicht so sicher, ob ich glaube, dass mit dem doch hier mit dem Care Package. Ich lese es kurz, bevor ich rüber seppe, aber hier steht nicht, wie oft du das Ding rufen kannst. Also,
Am besten, wir gehen erstmal mit dem Trailer weiter und mit dem Care Package erzähle ich euch dann, wenn wir soweit sind. Ist jetzt ein bisschen durcheinander. Hier brauche ich eigentlich nicht viel mehr sagen zum Lifeline-Spot. Auf jeden Fall wird jetzt hier Kontrolle angeteasert. Kontrolle kehrt endlich auch auf World's Ash zurück. Welche Maps alle noch aktiv sein werden, erkläre ich euch gleich noch in den Patch Notes. Es gibt auf jeden Fall im Kontrollmodus einige positive Änderungen, die uns allen ziemlich auf den Sack gingen. Und ansonsten gibt es eigentlich nur noch den Part hier zu sagen, das Valkyrie-Erbstück wird hier angeteasert. Mehr muss ich zum Trailer, denke ich, nicht sagen. Jetzt steppen wir runter, nicht runter, sondern rüber auf die EA-Seite und dort sage ich euch die zweite Besonderheit zum Lifeline-Spot. Zum einen sehen wir hier, wer Olympus genau kennt, der kann jetzt erkennen, wo genau der Spot sich befindet. Und doch, ich sehe hier, wenn ihr an dem Gebäude links ein Stück vorbeischaut, ganz unten auf einer der untersten Ebenen, rechts neben diesem Fahrradschuppen. Ich habe jetzt hier, ach doch, ihr seht ja den Pfeil. Ich bin ja blöd, ich nehme ja auch meinen Mauszeiger auf. Hier müsste der Spot sein und zwar können wir dort dieses Care Package rufen. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich nur einmal geht. Hier steht, glaube ich, nichts von einer Cooldown-Zeit. Wenn man es auf bessere Beute abgesehen hat, dann sollte man sich zur Notfallplattform am hinteren Ende der Klinik begeben und die dortige Care Package Konsole verwenden. Stellt sicher, dass ihr sie als erstes erreicht, da man die Konsole nur, okay, einmal pro Spiel erreichen kann. Ich habe aber noch mehr Fragen, die offen sind. Diese eine hat sich jetzt beantwortet und zwar, wir wissen ja aus den ersten Care Package Drops, soweit ich das zumindest weiß, alle ersten Care Packages, da befindet sich keine Care Package Waffe drin. Wenn ich jetzt sofort am Anfang an dahin fliege, erreiche dieses Teil, ist wahrscheinlich auch keine Waffe drin. Wenn jetzt aber über das gesamte Spiel mittendrin, vielleicht kurz vor Ende, erst jemand dahin fliegt, ist dann da eine Waffe drin? Ja oder nein? Steht vielleicht der Loot in dem Ding schon fest, egal wann ihr das öffnet? Das ist so eine Frage, die ist für mich noch relativ offen. Sei es drum, müssen wir nicht weiter drüber reden. Diese Plattform habe ich euch im Trailer erklärt. Viele Lebenspunkte gibt es insgesamt für den Squad nicht zurück. Aber wenn das Ding leer ist, füllt sich das irgendwann wieder auf. Aber wie lange das dauert, wissen wir leider auch nicht. Ich gehe auch nicht auf alles ein, was hier steht. Auf jeden Fall kommt Kontrolle zurück und wir werden auf Olympus spielen, wir werden auf World's Edge spielen und auf Stormpoint. Also die drei Maps sind am Start. Werbedrohnen wurden für die Optik, fürs Flair hinzugefügt. Ist nicht unbedingt interessant. Eine ganz wichtige Verbesserung. Leider nicht ganz so, wie ich vor Monaten drüber berichtet habe. Es war klar, dass es eine Option geben wird, die das Squad wieder auffüllt, wenn ihr nicht komplett voll seid. Manchmal schon im Ladebildschirm seht ihr, dass ihr 9 gegen 7 zum Beispiel nur kämpft. Das soll da noch aufgefüllt werden. Ich habe es ursprünglich, als es geleakt wurde, die Information, dass das kommt, nicht nur geleakt, das wurde sogar offiziell von EA vorher bestätigt oder von Respawn, habe ich es eigentlich so verstanden, dass vielleicht vermeintlich Leute in einem Squad quitten und du dann ja am Nachteil bist, dass dann das Squad wieder aufgefüllt wird. Das ist dann scheinbar leider nicht der Fall. Ich hoffe, dass das vielleicht irgendwann noch nachgereicht wird, weil das wird die Leute auch nicht davon abhalten, zu quitten. Dann sind neue Tabs dazugekommen. Alles nicht sehr interessant für den Modus, aber gleich kommt noch, Moment, warum sehe ich denn das hier nicht? Wir gehen erstmal weiter im Text. Wir haben auf jeden Fall hier ein paar Skins. Ich muss jetzt nicht groß drauf eingehen, für welche Waffe oder welche Legende. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen, damit ihr die Videos dazu seht. Damit ihr wirklich alle Skins auf jeden Fall hier, Hemlock und Ash, geilsten Skins im Gesamten, finde ich auf jeden Fall. Oder hier auf jeden Fall Fuse und die Rampage. Mega, mega geil. Lasst euch gleich überraschen, was mit dem Replikator passiert. Das ist einfach krass, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben hier auf jeden Fall das Valkyrie-Erbstück. Ist ja leider auch nichts Neues. Belohnungstracker gibt es für das Event. Da können wir ein bisschen was Tolles freispielen. Nichts Besonderes, aber immerhin nice to have. Hier haben wir wieder, wie in jedem Collection-Event seit Jahren mittlerweile, gibt es Sonderangebote, damit wir nicht eben 160 Euro ausgeben, um das Valkyrie-Erbstück zu bekommen. Also jeder, der da Bock drauf hat, der sollte auf jeden Fall schleunigst diese Special-Event-Packs noch kaufen und spart auf jeden Fall ein paar Euros dabei.
auch wenn das wahrscheinlich die wenigsten von euch machen werden. Wir haben jetzt, kommen wir nämlich, und das ist von der Chronologie der gesamten Patchnotes ein bisschen sinnlos, hier oben ein bisschen was über Kontrolle und dann kommen erstmal die ganzen Skins und dann geht es hier mit Kontrolle weiter. Ich versuche jetzt mal ganz flott die wichtigsten Sachen hier rauszulesen. Zeitlimit, Logik interessiert nicht. Auffüllen hatte ich erzählt. Das ist auch noch sehr interessant. Wenn ihr eine Ulti aufgefüllt habt und ihr habt die noch nicht verwendet und ihr seid draufgegangen, war die Ulti vorher immer weg. Die bleibt dann bestehen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr positive Änderung. Was haben wir noch? Was ist noch extrem interessant? Genau, die Spawnzeiten, wenn du drauf gehst. Wir haben ja Max Todesbildschirmzeit, Max Spawn Wellenzeit, maximale Zeit der ersten Spawnwelle. Ich blicke nicht bei jedem Einzelnen durch, was es genau bedeutet, aber es wurde verringert. Wir wissen, dass du gehst drauf und du wartest erstmal ewig, bis du wieder gespawnt wirst. Und das war ultra nervig. Ihr seht es hier, das erste wurde von 20 auf 15 Sekunden verringert, das zweite von 12 auf 10 Sekunden und die dritte Sache, die erste Welle, das ist die erste Welle, wenn das Spiel wahrscheinlich startet, von 20 auf 15 Sekunden. Keine Ahnung, das checke ich hier mit den einzelnen Wellen, das raff ich nicht so ganz. Wenn da jemand eine Idee hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Was haben wir noch? Wir haben die Einnahmezeiten und so, das ist alles relativ uninteressant. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Spawnzeiten verringert wurden. Dann gibt es verschiedene Aufsätze, die jetzt nicht mehr Gold, sondern Violett sind, ist jetzt auch nicht mega interessant. Was auch noch sehr geil ist, ist die Spawn Logik und die war teilweise katastrophal. Und zwar soll jetzt mit der neuen Spawn-Logik verhindert werden, dass ihr mitten in einem Gegner spawnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurer Homebase seid und die Gegner überrennen eure Homebase, was leider oft passiert, dann spawnst du manchmal mitten in der Masse, weil alle Kontrollpunkte belegt sind, bei denen du spawnen kannst. Und das ist mega nervig und das wurde auf jeden Fall behoben. Ansonsten gehe ich hier über diese ganzen kleinen Sachen, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil das ist jetzt nicht unbedingt, zumindest meiner Meinung nach, der Rede wert. Wer sich wirklich das zu 100% reinziehen will, geht einfach auf die EA-Seite, damit wir es hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Es gibt ein paar Updates am IMC. Arsenal, zum einen kannst du dich mit Ash da nicht mehr rein teleportieren oder von oben irgendwie, keine Ahnung wie das funktioniert hat, die Luke entweder öffnen oder durch irgendwelche Lücken Granaten schmeißen und so ein Blödsinn, also was da alles schon gab, was entfernt wurde, was ich auch ein bisschen komisch finde, weil die Welle schaffst du auch nicht immer, auf jeden Fall wenn du 8 Wellen geschafft hast, bevor die Zeit abläuft, hast du noch einen goldenen Ball bekommen, den du aufschießen konntest, wo noch ein bisschen goldener Loot drin war. Und dann haben sie allgemein die schlaue Beute verschlechtert. Wer nicht weiß, was mit schlauer Beute gemeint ist, ganz einfach, wenn du zum Beispiel schon mit einer Waffe und einem blauen, schweren Mech da reingegangen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß oder wahrscheinlich zu 100%, dass du in der Beute ein lila, schweres Mech findest. Gehst du auch mit einer komplett leeren, schweren Waffe da rein, dann ist der Beutepool schlechter. Und die haben hier quasi die schlaue Beute noch ein Stück weit schlechter gemacht, dass wenn du quasi schon mit relativ gutem Loadout da reingehst, dass du nicht als der König der Welt da wieder rauskommst und einfach alles mit deinem Loot zerstörst. Das ist der Sinn dahinter und es war wohl vorher möglich, wusste ich noch nicht, dass ein Teammate, der vielleicht außerhalb sich befunden hat und gar nicht mitgemacht hat, dass der auch schlaue Beute bekommen hat, obwohl er eigentlich wirklich kein bisschen Schaden. Naja, muss ich nicht erklären, ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommt eine Überraschung, von der ich nichts wusste. Ich dachte, diese Änderung kommt tatsächlich erst in Season 14. Ich wusste, dass die Wingman und die Car-SMG in den Replikator reinkommen, aber ich habe damit erst in Season 14 gerechnet. Es passiert jetzt zum Split 301 und Rampage kommen raus. Ich glaube, das ist eine Änderung, die nicht jedem gefallen wird. Vor allem die Rampage, die wenigsten haben sich die Mühe gemacht und haben sich die Rampage gecraftet, aber die 301 und jetzt wird die Rampage wahrscheinlich den meisten wieder tierisch auf den Sack gehen und die Spitfire befindet sich auch auf dem Boden. Das wird richtig, richtig witzig. Zutritt verboten. Ich habe keine Ahnung, wie es interpretieren soll. Irgendwas ändert sich hier, wenn du diesen Timer aktivierst, wenn du dich irgendwo befindest, wo du nichts zu suchen hast. Und wenn der auf 0 ist, verreckste. Hier steht, Waffen und Fertigkeiten werden nun nur noch einem OOB-Auslöser verstauen.
Sorry für diese Spastiken, aber diese deutsche Übersetzung ist wirklich unter aller Sau. Deswegen gehe ich hier einfach mal nicht drauf ein. Der Bokkikbo hat jetzt bei der goldenen Version ein Ranger-Visier drauf. Kann ich nur begrüßen, wenn man ihn dann schon mal aufhebt. Und das ist auch eine Änderung, die ich nicht checke. Also die deutsche Übersetzung ist wirklich der absolute Hammer. Mirage-Änderung. Köder können nun auch während des Skydives von wiederverwendeten Valkyries verwendet werden. Was ist los? Also ich finde, die deutsche EA-Seite hat ja echt Verbesserungspotenzial. Wenn ich das jetzt auf der... Ich könnte jetzt theoretisch mir den Spaß machen. Bleibt mal dran, kommt, das ziehen wir jetzt mal durch. Ich ändere jetzt mal die Sprache auf Englisch auf dieser Seite und gucke mal, ist ja egal, ob United Kingdom oder nicht, wo Hammers. Jetzt kopiere ich mir das und möchte mal wissen, was ein Übersetzer daraus macht. Wo haben wir's? Translation, bla, Gedöns. Kann jetzt Tauschkörper von Walk Skydive Redeploy verwenden. Was? Egal, wie gesagt, ich kapiere nicht, was die uns hier damit sagen wollen. Egal, sei es drum, ist wahrscheinlich nicht das mega Spannendste, um irgendwelche Leute abzulenken. Jetzt kommen wir aber zu den Lifeline-Buffs. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video darüber gemacht und die Buffs stimmen allesamt. Finde ich auf jeden Fall extrem geil. Wir können zum einen unerwünschte Wiederbelebungen einer Lifeline tatsächlich jetzt abbrechen mit einem Tastendruck. Die Heildrohne hat, jetzt ist es kein Platzhalter mehr, statt 150 Leben unendlich Leben, ist natürlich Käse, weil die Heildrohne hält trotzdem nur 20 Sekunden. Das wird hier, ich habe die Zeit gestoppt mit 21, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich ein bisschen länger, die Drohne. Auf jeden Fall können wir jetzt unser Squad komplett, wenn du nur noch theoretisch mit deinem gesamten Squad alle nur noch einen Lebenspunkt haben, können wir uns jetzt komplett wieder hochheilen. Heilradius wurde verdoppelt, ist ebenfalls nichts Neues. Care Package Abklingzeit tatsächlich jetzt nur noch 3,5 statt 5 Minuten. Dann wird es wohl, guckt euch die Übersetzung an und sollte klar sein, was es bedeutet. Die Waffenaufsatzanzeige verfügt nun über eine Schildbatterie anstatt über zwei Schildzellen. Es sollte klar sein, es sind nicht mehr zwei Schildzellen, sondern eine Schildbatterie drin in dem Care Package. Das ist zumindest meine logische Übersetzung von dieser deutschen Übersetzung. So, dann haben wir, wenn wir erstmalig in einer Runde das Care Package von Lifeline rufen, diesen blauen Strahl nicht. Das heißt, Gegner in der Umgebung können das auf jeden Fall nicht tracken, sicherlich hören, wissen vielleicht nicht genau, wo es herkommt. Sobald das Ding aber gelandet ist, erscheint dann der blaue Strahl. So, dann haben wir noch Rand der Welt, Sturmpunkt oder Stormpoint und Olympus-Verbesserung. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Jetzt wird's interessant. Updates. Ab dem Split, die Punkteverteilung, Kosten und so weiter. Wir werden zum Split nicht anderthalb Stufen wie sonst, sondern nur 4 Divisionsstufen zurückgesetzt. Wer sich jetzt wundert, Mensch, von Season 12 auf Season 13 bin ich doch 2 komplette Stufen zurückgestuft worden oder 2,5 sogar. Das hatte den Grund, weil ja die Punkteverteilung sich so enorm auseinandergezogen hat. Die Kosten und vor allen Dingen, dass wir jetzt statt 600 waren es, glaube ich, jetzt 800 Rankpunkte pro Division brauchen, um aufzusteigen. Dadurch sind das 2,5 Stufen gewesen und nicht anderthalb. Das ist der Sinn dahinter gewesen. Auf jeden Fall werden wir jetzt, wer das jetzt nicht versteht, was die 6 Divisionen bedeuten oder 4 Divisionen, bist du Dia 4, wirst du auf Platin 4 zurückgesetzt und nicht auf Gold 2 wie sonst immer. Ob das jetzt eine Dauerlösung so ist, glaube ich nicht. Ich denke, die werden irgendwann wieder anderthalb Stufen oder eben 6 Divisionen machen. Dann wurde die Teilnahmegebühr verringert in jeder einzelnen Divisionsstufe um 10 Ranked-Punkte. Das heißt, wir machen nicht mehr so viel Minus, weil es ist tatsächlich, gerne in die Kommentare, die beschissenste Ranked-Season aller Zeiten. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist der absolute Wahnsinn. Und die Kills bekommen jetzt wieder mehr an Bedeutung, auch wenn du es nicht in die Top 10 schaffst. Denn du bekommst für absteigende Kills, also je mehr Kills du machst, bekommst du jetzt trotzdem ein paar mehr Rankpunkte. Das nimmt nicht mehr so drastisch ab. Vorher war es zum Beispiel so, für die ersten 3 Kills hast du 100% Rankpunkte bekommen. Zwischen 4 und 6 waren es 80, bleiben immer noch 80. Jetzt wird es eigentlich interessant, aber ich sage mal, so schwer wie aktuell Ranked ist, werden es die wenigsten schaffen, 7 bis 9 oder 7 bis 13 Kills zu machen. Bin ich zumindest der Meinung. Aber man merkt hier, wenn du 7 Kills geschafft hast, hast du
20% Rankpunkte bekommen, jetzt bekommst du 60. Zwischen 10 und 12 sind es 20 gewesen, jetzt 40. Und ab 13 aufwärts bleiben es 20. Also alle, die, egal in welcher Liga, zocken, ich glaube, die meisten von uns profitieren tatsächlich. Zumindest von den meisten mehreren Rankpunkten für mehr Kills profitieren, glaube ich, die wenigsten. Weil es ist nicht gang und gäbe, dass du hier 7, 8, 9, 10 Kills rausballerst. Vor allen Dingen, wenn du dann schon über dir wahrscheinlich bist. Also ich bin der Meinung, cooler Anfang, aber für die schlechteren Spieler nützt nicht so viel. Was ich auf jeden Fall eine coole Änderung ebenfalls finde, das betrifft tatsächlich alle Spieler. Solltest du einen besseren Spieler töten, du bist zum Beispiel Gold und tötest einen Platin-Spieler, dann bekommst du statt 100, 150% obendrauf bei einem Spieler, der zwei Ränge über dir ist, quasi von Gold auf Dia, dann kriegst du statt 150 200 und so weiter und so fort. Ihr lest es selber ab, maximal 3 Stufen auseinander, wobei das laut Matchmaking eigentlich gar nicht passieren dürfte, für mein Verständnis. Dann gibt es wieder mal eine Menge Fehlerbehebungen, auf die ich gut und gerne verzichten möchte, weil das einfach zu viel ist und die wenigsten wahrscheinlich betrifft. Ladies and Gentlemen, ich bin wie immer gespannt, was ihr von all den Änderungen haltet. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, gerade was Ranked betrifft, weil das ist wirklich eine grauenhafte Ranked Season. Und ich habe gesagt, solange der Split nicht vorbei ist, werde ich Ranked wahrscheinlich auch die ganze Season nicht mehr anfassen. Das ist zumindest meine Meinung und ich kenne viele Spieler, mit denen ich spiele, die auch regelmäßig in meinen Livestreams einschalten, die sagen, katastrophale Season, scheiß Ranked, da muss was passieren. Ob diese Schritte jetzt natürlich ausreichen, um die Leute in Split 2 wieder zurückzuholen, die alle gesagt haben, ich habe keinen Bock in Season 13 auf Ranked. Das bleibt noch offen. Ich bin gespannt, was ihr zu schreiben habt. In diesem Sinne war es das von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.